Er hatte schon mal ein paar Probleme einzuschlafen und hat sich im Bett hin und her gewälzt und irgendwie findet man einfach nicht in den Schlaf. Wer von euch kennt das da draußen? Ja Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute geht es um das Thema Schlaf und das ist auch im Fitnessbereich ein wichtiges Thema, weil nur im Schlaf habt ihr die optimale Regeneration, um Muskelwachstum zu erreichen und deswegen ist Regeneration so wichtig und deswegen ist Schlaf so wichtig. Und ich kenne das selber von mir, dass ich mich oft schwer tue, einzuschlafen. Und besonders in der Vergangenheit hatte ich damit richtig Probleme. Und meine Tipps, die mir geholfen haben, die ich ausprobiert habe, die erfahrt ihr in diesem Video. Ja, das allererste, was mir definitiv geholfen hat, ist, mich an schöne Orte und schöne Erinnerungen zu visualisieren. Das heißt zum Beispiel, ihr habt irgendeinen Ort, wo ihr euch besonders wohl gefühlt habt und an das erinnert ihr euch. Ihr könnt eure Vergangenheit, eure Gedanken dazu nutzen, euch zurückzuerinnern und euch an den Ort zu visualisieren, der euch ein Gefühl von Zuhause und Geborgenheit gibt. Und da könnt ihr einfach dann entspannen und da könnt ihr in euren Schlaf finden. Ja, großes Problem, Gedankenkarussell, ich muss noch dies und jenes erledigen und dann lenkt man sich gerne mal auch ab, indem man irgendwie noch eine Serie schaut. Davon kann ich mich echt definitiv nicht freisprechen. Man geht dann irgendwie auf Netflix oder man schaut auf sein Handy oder irgendwie lenkt man sich ab, damit man raus aus den Gedanken kommt. Aber ein Tool, was mir geholfen hat, ist mir vorzustellen, dass ich an den Dingen, die mir gerade im Kopf rumschwören, dass ich da gerade aktuell nichts dran ändern kann. Und dann nehme ich die so in ein Päckchen und packe da alles rein, schnür das Ding zu und tue es beiseite. Und dann kümmere ich mich morgen darum, am nächsten Tag. Weil jetzt in der Nacht, wenn du die Dinge nicht erledigen kannst mehr und da nichts dran ändern kannst, bringt es auch überhaupt nichts, darüber nachzudenken. Anders ist das, wenn ihr noch Dinge offen habt, die ihr hättet tun können oder die ihr sogar in dem Moment noch tun könntet, dann müsst ihr abwägen, lohnt es sich das noch zu machen oder bin ich vielleicht schon so kaputt, dass ich nicht mehr da die optimale Leistung bringe und mache es dann doch lieber morgen. Auch ganz, ganz wichtig, wenn ihr wisst, ihr habt Probleme mit dem Einschlafen, dann habt keine Angst vor dem Schlafengehen, weil wenn ihr dann Angst davor habt, dann habt ihr einfach sofort so einen Druck innerlich und irgendwie einen Leistungsdruck und dann könnt ihr erst recht nicht einschlafen. Das heißt, macht euch vielleicht gar nicht so viele Gedanken darum, ob ihr jetzt einschlafen könnt oder ob ihr nicht einschlafen könnt. Deswegen einfach entspannt ins Bett gehen, nimmt das als Ruhe, nimmt das als Auszeit für euch, schlafen zu gehen und dann wird das auch schon. Ja, und der letzte Tipp ist, das sind eigentlich mehrere Tipps. Es gibt ja so kleine Tipps wie Schäfchen zählen und so, aber ich habe gelesen, dass es überhaupt nichts bringt. Ich habe das auch noch nie gemacht. Was bringt, ist von einer hohen Zahl runterzählen. Es darf nicht so eine hohe Zahl sein, dass ihr euch konzentrieren müsst, sondern ihr solltet instinktiv runterzählen können. Und dann könnt ihr total relaxen. Auch zum Schlafen nehme ich gerne mal verschiedene Nahrungsergänzungsmittel. Und was mir geholfen hat, ist besonders 5-HTTP. Das entspannt und relaxed und ist ein bisschen wie so ein pflanzliches Antidepressiva. Könnt ihr mal testen im Zusammenhang mit L-Tyrosin. Es ist super, super stark und wirkt auch richtig gut. Mir hilft das sehr, sehr gut. Ich habe von anderen gehört, dass sie aber auch da komische Träume durchbekommen oder sehr intensive Träume. Das bekomme ich zum Beispiel von Baldrian. Aber als kleiner Tipp für euch. Und für alle Leute, die jemanden haben, mit dem sie vielleicht schlafen können. Wenn ihr einen Orgasmus habt, ja, dann schüttet das Hormone aus, die schläfrig machen.
Und dann könnt ihr auch besser einschlafen. Das heißt, Sex zum Einschlafen ist durchaus eine Methode und vielleicht auch eine super Methode, um den Kopf frei zu bekommen manchmal. Und ja, das waren meine Tipps zum Thema Schlafen. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen da so ein bisschen was weiterhelfen. Und seid gewiss, ihr seid damit nicht alleine. Es gibt viele, viele, viele andere Menschen, die auch nicht so gut einschlafen können. Und ich zähle da definitiv auch dazu. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr abonniert und hier dabei bleibt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht schon einen Tipp von diesen Dingen, die ich euch gesagt habe, schon kanntet. Oder vielleicht habt ihr auch noch bessere Tipps, als ich sie hatte. Und würde mich mega freuen, wenn ihr die in die Kommentare haut. Dann kann ich die auch selber mal testen. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao.